Bora de muco, chuco, chatins, que go. Aqui é com o Hallo, ich bin Jasmin von Stempel doch mal. Ich muss erstmal meine Matte hier richtig rutschen. So, denn hier oben, das muss immer sitzen. So, aber darum soll es nicht gehen. Ich möchte euch zeigen, was wir heute machen. Und zwar machen wir heute hier so Osternestchen. Denn, Februar, März, im April ist Ostern. Es ist nicht mehr so lange hin und man kann jetzt eventuell schon vorproduzieren. Und ich mache ja fast jedes Jahr irgendeine Form von Osternest, weil ich es einfach süß finde und versuche immer mal irgendwie ein paar Standsformen zu verwursteln. An sich, ich habe jetzt noch keine Ostersüßigkeiten bekommen, weil wir haben Anfang Februar, ich glaube heute ist der 4. oder so, und da habe ich im Geschäft noch nichts gefunden. Allerdings kann man da auch einfach ein gekochtes Ei reinsetzen oder ein Überraschungsei oder eben kleine Eier, was auch immer, von welcher Marke auch immer. Da passt vieles rein, vielleicht auch ein kleiner Osterhase oder. Aber alleine zum Frühstückstisch für die Familie oder für die Gäste am Ostersonntag fände ich auch ein gekochtes Ei süß, was man vielleicht in der passenden Farbe dann einfärbt. Das wäre natürlich richtig cool, wenn man sich die Mühe machen will. Ich zeige euch mal meinen Prototyp. So entstehen die Sachen bei mir. Also ich fange immer mit weißem Papier an und dann wird es halt farbig. Und ich habe mir heute für die Form an sich hier diese Rechtecke ausgesucht. Da wollte ich unbedingt mal irgendeine Verpackung oder so mitmachen. Jetzt sind es die Körbchen geworden. Und ich habe hier das dritte von, wenn man von innen anfängt zu zählen, genommen. So werden die euch auch geliefert, so angeordnet. Also könnt ihr euch danach richten, hier von der rechten Seite das dritte von innen. Aber im Prinzip funktioniert das mit allen Größen. Man braucht jetzt 4 Stück davon. Ich weiß gar nicht, ob man das hier so gesehen hat, dass das überhaupt die Form ist. Super. Das, wie gesagt, 4-mal. Wer diese Form nicht hat, der kann natürlich auch einfach Rechtecke schneiden. Ich kann das mal ganz kurz ausmessen. Das ist 4,5 x 8. Also dann hat man halt nur nicht diese gestrichelte Linie an der Seite. Sonst ist das ja dann quasi vom Aufbau her gleich. So, jetzt nehmen wir uns, das muss wieder weg, jetzt nehmen wir uns den Papierschneider. Denn wir müssen da auch nicht viel machen, sondern nur eine Falzlinie. Und zwar einfach so reinlegen und bei 3 cm falzen. Und das machen wir bei allen. Je nachdem, wie groß oder breit ihr das Körbchen haben wollt, könnt ihr da eben auch andere Streifen, Rechtecke, Formen nehmen, wie ihr wollt. Aber die haben eben halt diese schöne Außenkante. Und ich finde es halt immer schön, wenn man die Formen hat, und das haben wirklich sehr viele von euch, dann, dass man damit halt eben noch was anderes machen kann. So, jetzt knicken wir das Ganze. Und dann brauchen wir einen Boden und ein Innenleben. Diesmal halte ich es fest, dass der Boden, und innen drin sieht es genauso aus. Ich habe es jetzt hier bei dem nicht gemacht, aber dann sieht es halt da nicht so schön aus, ne? Weil diese Teile überlappen sich gleich. Mit Boden gefällt es mir halt deutlich besser. Und da habe ich jetzt das gleiche Gelb genommen. Das Papier ist übrigens hier im Frühlingskatalog auf Seite 35. Oh, überall ist dieses Zeug. Und da ist drin Babyblau, Grapefruit, Heideblüte, Limette und Osterglocke. Wir nehmen heute Osterglocke, und aus dem Grund nehme ich eben auch hier einen Farbkarton Osterglocke. Und der Boden ist 4,5 x 4,5. Und das brauchen wir eben 2-mal für innen und für außen, weil für innen sieht es halt genauso aus wie außen. Und dann können wir uns gleich schon einen Streifen schneiden für einmal ringsrum. 1,5 cm und dann so lang wie ein A4 ist. Ich hoffe, das reicht jetzt, weil ich habe erst die Quadrate abgeschnitten. Das war jetzt dumm.
Aber wir sehen das gleich, wenn nicht muss ich stückeln. Also es wäre besser, wenn ihr ein komplettes A4-Papier habt und einmal der Länge nachschneidet und einen Streifen von der kürzeren Seite, das gibt dann der Henkel. Aber wir testen das gleich, wenn nicht stückelig an, das geht auch, der Hase kann ja so einiges verdecken. So, und jetzt werden die hier so zusammengeklebt, dass das eben so eine Form gibt. Das mache ich schon mal. Ich habe jetzt Flüssigkleber genommen, das ist einfach in dem Fall die beste Wahl, weil es dann eben noch verruckeln kann und auch komplett an der Falzlinie ansetzen kann. Könnt ihr euch auch aussuchen, welches Quadrat ihr haben wollt. Ich habe jetzt das große genommen, es gefällt mir irgendwie besser. So, und jetzt einmal hier der Länge nach. So, und dann habt ihr quasi so eine Form. Und damit das hier, weil das halt so schön aussieht, verstecken wir das jetzt. Wobei es innen jetzt noch nicht mal so viel ausmacht, weil ja auch noch dieses Krüschelzeug da reinkommt. Das gab es mal von Stampin' Up hier, dieses weiße Zeug. Das gibt es aber nicht mehr, aber das kann man sich ja entweder selber machen oder überall kaufen. Was auch süß ist, wenn man vielleicht irgendwie Federn oder so hat. Sieht auch niedlich aus. So, jetzt haben wir quasi die unschönen Ecken versteckt. Jetzt nehmen wir uns diesen längeren Streifen, machen den einmal so ein bisschen, ja, willig. Und ich habe jetzt hier einfach bei einer Hälfte angefangen und mir das hier so angelegt und tacker das einmal fest. So, und jetzt ist das auch überhaupt nicht schwer. Man geht quasi immer hier lang und versucht immer den gleichen Abstand hier zu lassen. Also ich habe mir jetzt einen Abstand gemerkt, dass immer so ein Quadrat dazwischen passt. Dann gibt das auch eine schöne Form nachher von dem Körbchen. Und dann hat man auch so einen Richtwert, was man überall quasi befolgen kann. Ich habe jetzt hier einen Tacker von Tim Holtz, gab ja mal einen von Stampin' Up. Der macht halt nur diese ganz kleinen Tackernadeln, die normalen Büroklammern. Ja, die sind wahrscheinlich schon doppelt so breit. Das sieht dann halt ein bisschen feiner einfach aus, wenn das halt so eine riesen Klammer ist. So. Beim letzten muss man ein bisschen fummeln, bis es alles passt, aber auch das geht. Und es hat gereicht, es ist sogar noch ein bisschen zu lang. Schneide ich jetzt ungefähr da ab. Und dann haben wir schon unser Körbchen. Das ist das Ganze, die ganze Kunst. Und jetzt habe ich ja noch diesen kürzeren Streifen, da braucht man auch kein Maß. Also das ist einfach unten. Das ist jetzt 21, so ein A4-Blatt. Bei mir war es ja ein bisschen weniger. Das ist auch Geschmackssache. Der eine möchte das gerne, dass das ein mega langer Henkel wird. Der andere findet es kürzer, schöner. Also da macht er einfach, was ihr toll findet. Ich habe jetzt hier meine Überlappung quasi kaschiert, vertuscht.
ey, das ist jetzt die letzte Tackernadel, die ich brauche und das Ding ist alle. Es ist einfach, es ist klar, ne? So. Ich bin jetzt ganz stolz auf mich, dass ich sofort wusste, wo die Tackernadeln sind. Das hat jetzt einen sehr guten Eindruck gemacht. Jetzt muss ich es nur noch hier reinkriegen. So. Das war's. Also ihr seht, die Grundform an so einem Körbchen ist super easy. Da kann man schon mal so 8 bis 10 machen für die Kaffeetafel. Und wie gesagt, ich habe jetzt hier so Kuschelzeug. Da habe ich ein bisschen mehr von bestellt, weil ich das damals so cool fand. Und jetzt kann ich das noch die nächsten 32 Jahre verwenden. So, jetzt müssen wir uns eine Seite aussuchen, die vielleicht nicht ganz so... Obwohl, die sind eigentlich alle schön, aber die ist noch schöner. Da kommt nämlich gleich der Hase drauf. Und zwar ist der in dem wunderschönen Set Fable oder Fabel Friends. Weiß nicht, wie man es ausspricht auf Englisch. Da habe ich jetzt nur den Hasen genommen. Hier sind nämlich die Sprüche in Englisch und ich mag nicht so gern englische Sprüche. Deswegen... Und es würde auch nicht zu meinem Layout passen, weil ich habe ja wieder hier so einen schmalen Spruch gewählt. Ich habe klitzekleine Grüße, das ist im Hauptkatalog. Und da ist ganz unten, da ganz versteckt, ein Frohe Ostern. Das habe ich verwendet. Und den Hasen, den stempel ich mir jetzt einmal auf. Ich habe den schon vorbereitet, aber ich zeige euch grob, wie er entstanden ist. Da ist jetzt, fehlt jetzt ein Ohr, aber es geht jetzt einfach nur ums Zeigen. Und zwar liebe ich ja die Stampin' Blends, weil damit wirklich jeder ausmalen kann, auch der das nicht kann, so wie ich. Das werde ich auch oft gefragt, wenn jemand bei mir bestellt, welches Stempelkissen man braucht. Also das ist einfach zu merken. Das sind Alkoholmarker, also braucht ihr ein Stempelkissen auf Wasserbasis. Und da funktioniert zum Beispiel das Memento oder auch die ganz normalen klassischen Stempelkissen. Was nicht geht, ist das Dayson zum Beispiel. Das ist nämlich Alkoholbasis. Funktioniert deswegen mit Wasser, also mit Aquarellstiften oder mit dem Wassertankpinsel, immer quasi das Entgegengesetzte. Das kann man sich ganz gut merken. Wobei, wenn man vorsichtig ist und nicht über die Linien kommt, dann mag es auch mit einem Stayson oder so funktionieren. Aber so kann man sich halt gut merken, wenn man sich das alles neu zulegt. So, der Hase kriegt noch ein bisschen rosanes Öhrchen. Und dann habe ich halt immer die Jacke angepasst, was ich halt gerade für ein Körbchen habe. Das ist jetzt auch, das ist Osterglocke. Und ich habe, glaube ich, doch, ist doch Osterglocke, ne? Ja, ist sogar Osterglocke, ne? Also ihr seht, ich mache jetzt hier auch keine Schattierung. Das habe ich, glaube ich, schon 1000 Mal gesagt, dass man das auch gar nicht braucht. Wer das kann, Hut ab. Ich kann es nicht, deswegen lasse ich es und mal das einfach nur so aus und sieht auch super aus. Man kann mal irgendwo so ein bisschen dunkler werden, das kriege ich auch noch hin, aber so richtig so ein Kolorierkünstler bin ich eben nicht. Dann habe ich die Knöpfe hier noch ein bisschen dunkler gemacht und dann habt ihr schon ein fertiges Häschen. Ratzi Fatzi.
Das Ausschneiden dauert länger wie das ganze Bemalen. Und das habe ich jetzt eben schon gemacht. So sieht's aus. Und ja, ich habe jetzt die Schnurrhaare, hätte ich fast gesagt. Wie heißen die denn bei einem Hasen? Der schnurrt ja nicht. Habe ich jetzt halt einfach so grob ausgeschnitten, weil das kann ich dann doch nicht, da jedes Haar irgendwie einzeln auszuschneiden. So, da können wir schon mal Dimension jetzt hinten drauf machen. Einer auf den Kopf und einer hier unten hin. Und dann habe ich jetzt noch von der Celebration das Band, das gibt es ja schon lange nicht mehr, aber ich habe halt noch was davon, deswegen nehme ich es auch, weil das ist auch Osterglocke, schneide ich mir so ein Stück ab. Entweder ihr habt ein anderes gelbes Band oder was ich auch total cool finde, ein schwarzes. Weiß nicht, ist auch nicht so jedermanns Geschmack, aber vielleicht auch hier so ein gepunktetes irgendwas findet man da bestimmt in seinem Vorrat. Wenn nicht, funktioniert es auch ohne Band. Sieht auch süß aus. So, und ich versuche mir das jetzt mal hier so ein bisschen sinnvoll. Es hat einfach nochmal so ein bisschen mehr Fülle, wenn man da nochmal was hinlegt. Wobei mich das hier gerade nervt, dass das so absteht. So. Und dann klebe ich jetzt halt den Kopf von dem Hasen dahin, wo die Tackernadel ist. Dann sieht man die auch nicht mehr. So, und dann möchte ich euch jetzt noch was total Süßes zeigen. Und zwar gibt es ja hier dieses Blümchenstanzpaket. Das ist mit vier Stanzen. Ich zeige euch noch mal, wo es im Katalog zu finden ist, wenn der jetzt schon hier so schön liegt. Und zwar hier bei dem Crazy Papier, da rechts an der Ecke, kostet 28 Euro diese vier Stanzen. Und damit kann man halt wunderbar Blüten machen. Es gibt drei verschiedene Formen. Und das ist die Stanze, die die Blütenmitte macht und wo man auch noch ein Blatt mitmachen könnte. Ich habe jetzt das genommen, weil mich das so ein bisschen an Gänseblümchen erinnert. Und dann stanzt man sich einfach ein weißes Blümchen aus. Und eine gelbe Mitte. Und dann nehme ich hier immer die Matte. Mache da so einen kleinen Klecks Kleber drauf. Dann kann man sich wunderbar behelfen mit dem Aufhebhelfer. Das Teil liebe ich ja echt. So. Das lassen wir jetzt mal nebenbei trocknen. Und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Passiert nicht mehr viel, aber ich zeige es euch trotzdem kurz, wie es zu Ende gemacht wird. Und dann habe ich mir das... Kennt er ja von mir, also weiß auf schwarz, frohe Ostern gestempelt. Und das schneide ich mir jetzt aus. Ich finde es ja immer faszinierend, dass dieses Pulver selbst so feine Schriften noch schafft, dass man das noch lesen kann. Und gerade wenn man so viele Farben verwendet, finde ich das immer richtig cool, wenn da noch was Schwarzes dabei kommt. Wer das nicht so cool findet wie ich, der stempelt es einfach schwarz auf weiß. Ist auch schön. So, gucken, dass ich das jetzt nicht mit Müll verwechsel. Und dann mache ich einfach nur ein bisschen Flüssigkleber hinten drauf.
So ein bisschen versetzt klebe ich es auf. Und ich habe mir schon Blüten vorgearbeitet, weil ich wusste, dass das erstmal ein bisschen trocknen muss. Und die klebe ich jetzt, weil es einfach ist, mit Glue-Dots auf. Und wenn die dann so ein bisschen blatt schon sind, vorm Andrücken, dann kann man die auch wieder ein bisschen in Position drücken. Und da fand ich es ganz süß, wenn noch einer so ein bisschen dahinter ist. Ja, so ist es doch ganz niedlich. So gefällt mir das. Und dann gucke ich mal, ob das jetzt hier einigermaßen trocken ist. Das Einzige, was ihr jetzt noch machen müsst, ich nehme immer meinen Pixer und drücke einmal kräftig so da rein. Und deswegen ist es wichtig, damit es trocken ist, damit der Kleber nicht rauskühlt. Und dann hat man eben schon so eine Blütenform. Und die kleinen Scheißerchen, die kann man wirklich überall aufkleben. Wenn man da mal Langeweile hat, kann man sich da auch mal so ein paar auf der Couch machen und dann kann man überall Blümchen aufkleben. So, ich lege die drei Süßen mal so ein bisschen hier hin, dann seht ihr das besser. Da kann man natürlich jetzt noch alle Farben von machen, wenn man das möchte. Ich habe jetzt einfach mal die drei ausgewählt. Ich hoffe, euch gefällt die Idee. Hier habe ich erstmal mit einem anderen Band gearbeitet. Hätte ich es noch abgekriegt, hätte ich es gewechselt. Das gefällt mir wesentlich besser. Aber jetzt ist dran und es ist trotzdem schön. Ja, ich hoffe, euch gefällt die Idee und ich freue mich schon auf Ostern. Und mal gucken, vielleicht gefällt mir ja noch was Österliches einmal sehen. Ich wünsche auf jeden Fall euch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hallo, da bin ich nochmal. Ich würde mich freuen, wenn du hier mir ein Abo schenkst. Wenn du hier aufs nächste Video klickst. Und wenn du hier meinen Blog besuchst. Bis zum nächsten Mal.